Nehmen wir den Ojibwa 60 cm Male, also männlich. Der ist von Hosokai, ist jetzt 4 Jahre alt, hat eine sehr schöne Zeichnung, sieht man hier sehr schön. Den haben wir anbetäubt, stellen wir mal auf los. Weil die so verrückt sind in der Wanne zum Teil, die Männer, dass das gar nicht anders geht. Die hüpfen sonst alle raus. Wer hier Interesse hat, qualitativ ist der Fisch sehr gut. Und wie gesagt, zum Schutz betäuben wir die leicht an und dann passiert da nichts. Wer hier Interesse hat, der Fisch wird groß. Über 70 auf jeden Fall, aber die Qualität von dem Koi sehr gut. Hat einen sehr langen Kopf, großer Kopf. Der hier noch einen schönen Mann zupft.